Ich habe jetzt einfach mal nix an den Einstellungen verändert, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Wir fangen direkt wieder an. Wir müssen hier direkt Herausforderungen. Wir hätten auch einfach blocken können. Aber nein, wir wollen hier direkt die Herausforderungen. Wir müssen direkt üben hier. Damit das klar ist, damit wir direkt ein Zeichen setzen. Oh, 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 da kommen die ersten mehreren Gegner. Noch mal One-Hit auf die netten Typen hier. Oh. Hier gibt es ganz viele Wege scheinbar. Wir gehen mal hier unten als erstes lang. Eieieiei. Da muss man sich erstmal zurechtfinden. Alter, dieser Ton, das ist so nice. Bam, Junge. Brandbombe noch mitgenommen. Wir untersuchen hier alles, denn noch ist es komplett neu für uns. Oder es ist auf jeden Fall komplett neu für uns. Und deswegen werden wir hier alles untersuchen, was geht. Ich habe mich noch nicht so wirklich an dieses Verschwommene auch also gewöhnt. Vielleicht muss ich das noch ein bisschen ändern. Vielleicht liegt es einfach an OBS, dass da hier die beiden Sachen zusammenfallen. Ich habe ja noch ein viel Kabelschirm, das heißt, die Auflösung ist höher als das wird automatisch runterskaliert, damit ich nicht ganz so viel hochladen muss. Denn die Datei wird natürlich ziemlich groß, wenn ich in 4K hochladen würde. Mal gucken, vielleicht wird sich das alles noch ändern. Ein Lina. So, hier sieht man. Also es könnte schon fast der erste Boss sein. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Der hat so ein Geschwür hinten dran. Wir entfernen jetzt einfach mal das Schwert. Gucken mal, was passiert. Oh, er wacht auf. Er wacht auf, er ist böse. Er ist böse, er ist böse. Oh. Alter. Alter. Oh nein. Jo, er rastet sofort richtig aus. Wir machen es mal taktisch klug. Wir rollen mal. Alter. Alter, wow! Wow! Okay, wir müssen mal mehr tun. Alter! Okay, das ist schon mal sowas von nice! Oh, aber es ist sau schwer! Oh mein Gott, ich bin ja kein Dark Souls Anfänger und es fängt direkt so an. Was? Okay, jetzt auch trotzdem nochmal eine komplett neue Spielmechanik. Ich habe keine Essen mehr, aber es muss sich weiter aufhalten. Wir werden trotzdem versuchen, den ersten Boss zu erledigen. Eieiei. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Warte! Alter! Oh, ich bin tot! Mein erster Tod bei Dark Souls, nice! Eieiei! Knochenratsch, ein riesiges Verschwinden. Eieiei. Aber es leckt doch, ne? Alter. Okay, komm, Leute. Ich glaube, es hat auch die ganze Zeit geleckt. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich würde mal. Alter, es kann doch nicht sein. Ich habe schon so einen geilen PC und das geht jetzt in die Knie, ey. Gut, wir machen mal folgendermaßen. Wir machen jetzt einfach im Let's Play. Oh ja, viel besser. Alter, ja, ja. Das war tatsächlich die Grafik. Oh jo. Okay, jetzt geht's ja mal. Alter. Okay, dann muss ich aber mal ganz
kurz gucken, ob die Aufnahme jetzt vernünftig funktioniert. Doch, sieht so aus. Okay, alles gut, Leute. Es kann weitergehen. Jetzt muss ich auch mal auf die Uhr gucken. Oh lol, oh lol, oh lol, was passiert hier? Warte, warte, warte. Oh, okay. Ah ja, lol, okay. Jetzt ist natürlich ein bisschen einfacher. Okay, okay, ich habe zwar einen Intel Core i7-4097K, aber bei Dark Souls 3 mit Aufnahme geht es trotzdem in die Knie. Das ist krass. Aber guckt euch das Spiel an, das sieht auch saugeil aus. Und gut, mit Aufnahme kann man es gleich nachvollziehen. Vielleicht kann ich es auch nicht klar spielen. Ah, muss ich eigentlich gar nicht. Vielleicht werde ich privat, wenn ich privat spiele, dann werde ich auf jeden Fall. So, jetzt werden wir ihn töten. Jetzt habe ich... Ah, jetzt sieht das doch schon viel besser aus, Leute. Jetzt sieht es viel besser aus. Oh, Alter, nein. Fehler. Ha. Alter, nein. Oh. War ich aber sehr unvorsichtig. Okay. Ich roll zu früh. Alter, Leute. Yo, wahrscheinlich. Ach, fuck. Komm. Okay, Motivation. Komm, alle. Ja, alles ist kein Problem, Leute. Ist kein Problem. Nächstes Mal wird was. Ah, man zeigt ja, es wird gar nicht mehr so richtig angezeigt. Das Leben verloren, oder wird das? Ich muss auf jeden Fall noch hier mit der Schnelligkeit noch mal Bloodborne kaufen müssen. Beziehungsweise Xbox, also hat das auch nichts gebracht. Bloodborne endet ja eher diesem Dark Souls Teil. Aber gut, wir werden uns hier schon durchschlagen, Leute. Das habt ihr da keine Angst. Das packen wir schon. Wir werden vielleicht ein bisschen mehr mit Hilfe, aber. Nein. Wir werden mal ein bisschen weggehen. Nochmal einen Hit verteilt. Weiter, Leute, es ist, ich bin so motiviert, Alter, es ist scheißegal, wenn ich hier sterbe. Ah, komm auch, Alter. Hallo. Ah.
nochmal, ein Essertrei, egal, alles gut. Ah, guck mal, da ist ein super Bombe gegangen, ich sehe, ich hab vorher gar nicht aufgebaut. Ist hier noch nicht so viel, ey. Hat doch schon mal Bock gemacht, Leute. Er ist ja ein Gegner destroyed. Nein, mit doppelhändig, dass der da angefallen ist, ey, das ist auch krass. Da ist schön die Tor aufgestoßen, der mein kräftiger Krieger hier gerade schwer. So, gucken wir uns mal Schwerter an hier, was wir hier haben. Boah, da haben wir aber hier nochmal ein paar neue Sachen. Aber da ist auf jeden Fall. Meine Axt werde ich erstmal behalten, denke ich. Au, 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 au. Also ich muss schon gescheit spielen. Habe ich jetzt schon wieder zu viel verloren? So, ich werde mich hier genau umgucken, genauestens. Denn ich werde jetzt erstmal für das erste wahrscheinlich keine Hilfe von anderen Leuten bekommen, wie es bei Dark Souls 2 der Fall war. Das ist schon auf so Frist sind. Kerle Wolf. White Force One. Heimatknochen. Der erste Heimatknochen. Damit kann man sich zum letzten Leuchtfeuer zurück teleportieren. Das weiß ich alles noch aus Dark Souls 2. So, was haben wir denn hier? Menü öffnen. Okay. Ja, machen müssen wir jetzt nicht. Boah, da werden aber Leute schon verzweifelt sein, wenn man das erste Mal Dark Souls 3 spielt und direkt so einen Endgegner bekommt. Dann ist das natürlich hart. Für mich war es jetzt nicht so hart, vor allem als es aufgehört hat zu laggen. Dann so langsam mich an die Mechanik, an dieses Schnelle gewöhnt habe, was vorher nicht der Fall war. Früher war das alles sehr träge. Im Gegensatz zu jetzt. Oh, Alter, wie die wegfetzen. Das ist so eine geile Mechanik hier. Also muss ich echt sagen, Glut. Ja, damals brauchte man die Glut bei dem einen Schmied, damit der dir geholfen hat. Aber ich glaube, das ist eine andere Glut. Den kann man direkt mal durchlesen. Glut. Erhält Stärke der Flamme, steigert TP bis zum Tod. Ah, okay, das ist auch nice eigentlich. Steigert TP bis zum Tod. Feuerbandschrein. Verbeugt euch in diesem ehrwürdigen Gebilde. Hallo, meine schöne Maid.
Welcome to the bonfire, unkindled one. I'm a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Die neue Feuerhüterin. Damals schon eine schöne Frau, heute eine blonde, hübsche Maid, früher eine rothaarige. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Okay, ich werde die Energie in mich aufnehmen. Auf jeden Fall in Vitalität leveln am Anfang. In Kondition vor allem auch. Ein bisschen Stärke. Das erste Mal aufsteigen. Ashen One, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen One, bring me souls plucked from their vessels. Farewell, Ashen One. May the flames go. Alter, ist das geil! Alter, ist das. Ich werde auf jeden Fall sagen, ich glaube ein paar Mal. Ashpred, the Mutala. Very well, then top Haken. Ich werde auf jeden Fall nicht nachsynchronisieren, wie ich es damals gemacht habe. Das darf ich einfach. Das sind einfach die Stimmen zu geil gemacht. Farewell, Ashen One. Okay, dann gehen wir zuerst zu dieser netten Dame. A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy wont, no? Sieht ein bisschen aus wie. Ashen One, be sure to bring me. Die erste, also diese Damen am Anfang von Dark Souls 2, diese drei Damen. Das ist der Schmied, der damals auch da war. Well, a newcomer, I see. I am Andre. I serve at this shrine as a humble smith, forging weapons. You're in search of the Lords of Sindhur, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Let me smith you weapons. I am a smith. Such is my purpose. Ja, hier kennen wir das ja schon. Ah, hier kann man aber diesmal erstmal verkaufen. Ja. Pretty, be careful. Damals am Leuchtturm. Er ist ziemlich, also er wurde ganz schön gefährlich, der arme Mann. Er hat wahrscheinlich schon so viel erlebt. Wow. Was ein
gleichzeitig auch majestätische Stimmung, dieses ruhige, dieses Werk aus Stein gemeißelt. Einfach nur überwältigend. Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the Lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we're talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Okay, der ist nicht gerade. Ja, so. Ermutigt, der ist nicht gerade. Voller Hoffnung. Scheinbar sollen die mir helfen, die Aschenfürsten, diese Erben dieses Thrones wahrscheinlich zu finden. Was auch immer. Don't you think? What a sick joke. Asking us to seek the Lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends, those who would walk the fire. Wir sind wirklich dafür. Wir haben die Mission. Die Verbanden, die Text lesen. Die Aschefürsten sollen wir zurück zu diese schönen Throne führen. Ob wir das schaffen, ob wir diese Aufgaben. Aufgaben wirklich gewachsen sind, die uns in diesem Spiel auferlegt werden, die uns auf unserem langen Weg, unserer langen Reise auferlegt werden. Und dann, um das endlich das Endziel zu erreichen und die Aschenfürsten wieder zurückzubringen. Ob wir das schaffen, das werdet ihr in den nächsten Folgen sehen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wir haben den ersten Endgegner besiegt und sind jetzt nun hier angekommen. Wunderschönen Katakomben, wo diese, das ist ja schon fast ein Thronsaal, also eher ein Thronsaal. Ab hier wird unsere Reise starten, unsere Mission, unsere einzigartige Mission, unsere Mission, die uns auserlegt wurde. Und für die wir alles geben müssen, alles. Immer wieder aufstehen und neu kämpfen. Immer wieder zerfallen, immer wieder sterben, aber immer wieder das Herz fassen und weiterzugehen. Weiterzugehen, weiter als jemals zuvor ein Normalsterblicher gegangen ist, beziehungsweise ein Untoter gegangen ist. Mit diesen abschließenden Worten möchte ich mich allerherzlich bedanken bei denen, die mir zuschauen, bei denen, die mir weiter zuschauen werden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es wird euch immer gefallen, hier zu sein und euch eine Folge Dark Souls anzugucken. Und ich werde Spaß haben. Es wird unglaublich. Die Zeit mit euch, die Zeit mit Dark Souls. Wow. Wow. Einfach wow. Danke.